6 für einen Zehner. Außerhalb auch noch der Tiger. Programm Nummer 3 mitfavorisiert hier im Preis der MW Systembau GmbH. Der Favorit Schalkert ist startklar. Jetzt ist Blue Marlin an der Reihe. Programm Nummer 7 für Claudia Unselt mit Alexander Weiß im Sattel. Gast aus Köln zum Kurs von 332 für 10. Der Tiger rückt ein, die Programm Nummer 3. Und dann nur noch Auennebel des Champions. Auch Auennebel in der Box. Es fällt unter Stotter Soda. Und der Boxenlauf zum Preis der MW Systembau GmbH über 3050 Meter. Guter Start von Niamara und auch die beiden Türkpferde sind gut abgekommen. Kefeus und Western Union haben die Spitze übernommen. Die beiden Blau-Violetten sind deutlich voraus, haben sich hier vor Niamara gesetzt. Also die Türk-Taktik auch hier im vierten Rennen mal wieder zu sehen in Leipzig. Voraus also Western Union mit Kefeus, dann große Lücke bis zu Niamara an dritter Position. Die machen vorne ordentlich Tempo. Das Hauptfeld wird dann angeführt von Tigerin an der Innenseite. Der andere Tiger ist mit dabei, das ist der Tiger an fünfter Position. Dahinter dann Blue Marlin vor Astigo, vor Dulla Silla mit Menes vor Fritz. Und hinten die beiden hellblau-weißen, das sind Schalkert und Auennebel. So sind die Pferde im Stallbogen zum ersten Mal unterwegs und kommen gleich dann zum ersten Mal in die Zielgerade hinein. Kefeus und Western Union sind voraus, machen sie jetzt ein bisschen ruhiger, denn die haben ja auch noch eine Runde vor sich, wie die anderen. Niamara kann dadurch Anschluss an die beiden Vorderen finden. Aber diese drei haben jetzt einen Vorteil von circa 12, 13 Längen auf Tigerin. Dahinter dann The Tiger mit Blue Marlin und Astigo mit Menes vor Fritz und dann Auennebel mit Schalkert. So kommen die Pferde jetzt zum ersten Mal an uns vorbei und Sie können mir zurufen, wen Sie gewettet haben hier im vierten Rennen. Einmal schicken wir sie rum, einmal in diesem Stereo geht es noch um das Scheibenholz herum. Kefeus führt mit zwei Längen von Niamara, dahinter dann Western Union. Groß der Abstand, unverändert bis zu Tigerin vor der Tiger, innen begleitet von Blue Marlin. Dahinter dann Astigo vor Schalkert mit Menes, dann sehen wir Fritz und Auennebel an letzter Position. So haben die Pferde jetzt den Stadtbogen erreicht und Kefeus hat die Spitze unter Erhan Yavuz. Kefeus führt mit zwei Längen Vorteil vor Niamara. Dahinter sehen wir dann eine Lücke von vier Längen bis zu Western Union. 10 Längen Abstand bis zu Tigerin vor The Tiger. Astigo begibt sich auf den Weg nach vorne. Dann sehen wir Blue Marlin an der Innenseite mit Schalkert. Auch Auennebel rückt weiter vor. Dann Dulla Silla mit Menes. Und letztes Pferd ist Fritz jetzt. So sind die Pferde noch ca. 1200 Meter vom Ziel entfernt. Und vorne ist Kefeus. Der geht weiter seinen Strich. Kefeus mit fünf Längen vor Niamara. Dahinter kommen die anderen jetzt schon ein bisschen näher mit Astigo vor Tigerin, mit Schalkert außen vor Auennebel, innen dann geht es weiter mit Blue Marlin, dann sehen wir weiter außen auch The Tiger mit auf dem Weg nach vorne, vorne dreht sich Erhan Yavuz mal um, wo sind die anderen? Kefeus weiterhin deutlich voraus, Kefeus führt mit fünf Längen vor Niamara, jetzt rücken die anderen dichter heran mit Auennebel, mit Astigo, mit Schalkert, dann The Tiger außen mit Blue Marlin vor Tigerin, dahinter sehen wir Fritz mit Dulla Silla und Menes, vorne geht es jetzt etwas dichter, rücken sie etwas dichter zusammen. Gleich die Zielgerade, noch 300 Meter. Kefeus ist noch voraus. Kefeus vor Niamara, dahinter Auennebel, dann Blue Marlin vor Astigo und The Tiger. Die letzten 250 Meter für Kefeus. Kommt er hier nach Hause im vierten Rennen? Kefeus führt, großer Außenseiter von Niamara. Hier kommt der Champion mit Auennebel. Und Auennebel wird stärker und stellt an der 100 Meter Marke Kefeus. Auennebel ist vorn vor Kefeus. Dahinter dann Niamara, außen kommt Blue Marlin, aber vorne, das ist Auennebel. Auennebel gewinnt das Rennen von Niamara. Auennebel mit dem Champion von Yamara, dann Kefeus Dritter vor Blue Marlin, vor Fritz, dann Tigerin mit Dulla Silla vor The Tiger, Astigo, Schalkert, Menes und groß der Abstand bis zu Western Union an letzter Position.
Und hier die vorläufige Platzierung zum vierten Rennen zum Preis der MW Systembau GmbH. Das Rennen gewinnt vorläufig die Programmnummer 6 Auennebel geritten von Philipp Minarek. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer 12 Niamara unter Maxim Pecheur. Und auf dem dritten Rang die Programmnummer 5 Kefeus unter Erhan Yavuz. Vorläufig zum vierten Rennen die 6 vor der 12 und der 5.